Natürlich. So, Mercedes 1853. Die Rundumleuchten sind jetzt Kontrollleuchten. Achso, hier oben ganz normal Kontrollleuchten. Ja, die gibt es draußen nicht zu kaufen, weil also sind Kontrollleuchten. Ja. Die Kessel habe ich mir selber gemacht aus Aluminiumrohr. Die sind ein bisschen versteckt hier drunter, unter der Platte hier. Ja. Sieht man nicht durch den Flankenschutz. Den Batteriekasten habe ich mir drunter selber gemacht. So, ja, den Radhalter. Den Hemmschuh habe ich mir selber gemacht. Und jetzt kommt das Kuriose. Ja. Die Radkästen. Ja, die Radkästen, ne? Thunfischdosen. Okay. Thunfischdosen gemacht, okay. Ja. Das ist eine ehemalige Gardinenstange. Okay, Gardinen, ja. Das ist aus, damals aus den alten Kühlschränken. Ja. Die Klappen. Ah, okay. Hm. Kühlschrankklappen, ne? Und dann, okay, wie gesagt, ist ein Holzgerüst drin. Ja. Und dann einfach aus, nur. Aus Raketenstangen und ein bisschen aus diesen Apfelsinkisten. Und das ist Originalplane. Und das Führerhaus von welchem? Das von Wedeco. Das ist von Wedeco, das von Wedeco, Führerhaus. Ja. Aber der Rahmen an sich, der untere Rahmen? Der Rahmen ist Eigenbau. Ja. Kann man das zur Seite kippen? Kannst du? Nee, das habe ich anders gemacht. Wenn ich jetzt, sagen wir, an das Innenleben will, muss ich da die Arretierung lösen. Ja. Dann muss ich den Bügel umklappen, muss das Grill rausnehmen. Dann muss ich unten die Mähnmutter und kann so das Fahrerhaus nach oben wegnehmen. So nach hinten machen, dass ich oben an den Empfänger rankomme. Nicht, oder an diese Schraubleiste. Ja, nicht? Okay. Also ich habe den mir so gebaut. Nee, ich meine, kann man den so drehen, dass man hier mal nach unten gucken kann, ans Chassis, an den Rahmen runter, was da für eine Achsen verbaut sind? Achse sind von ehemaligen Sportskollegen. Eine Aluminiumachse. Ja. Den Antrieb und habe ich alles erworben. Habe ich einen Tankauflieger erworben, da war, das sollte mein Renntrag werden, dann halt umgebaut. Ja. Okay. Nicht und alle. Von welchem Hersteller hast du die Achsen oder alles selbst zusammengebaut? Die Alu-Achse ist von Heinrich Kowalczyk. Von Heinrich, okay. Heinrich, ne? Mhm. Kann auch mal ein bisschen. Ja, sieht gut aus. Ja. Hier darunter ist, hast du ein Schaltgetriebe drin? Nein. Okay. Das normale Standardgetriebe. Ja. Weil ich hier in der Mitte ein Servo sehe? Ja, der Servo ist da, ja, da sind gerade die Stänge ab. Da ist der Blinker dran. Ne? Ach so, okay. Ah, stimmt, hier. Muss ich gleich nochmal richten. Oder einklippen. Okay. Wie gesagt, ich habe mir Mühe gegeben. Das war mein erstes selbstgemautet Modell. Nicht? Ja. Und jetzt sehen Sie auch hier noch den Luftfilter. Nicht? Das ist eine Filmdose. Filmdose hier. Nicht? Ach, die guten alten Plastikdosen, die schwarzen. Ja, ja, ja. Und dann hier so eine Gummimann.